Ich mache jetzt weiter mit der Gestaltung der allgemeinen Geländehaut. Das hier sind ja Stufen und aus Stufen müssen Flächen werden. Und dazu benutze ich statt Spachtelmasse ein Sand-Leim-Gemisch, weil es nämlich viel billiger ist. Und weil man bis zuletzt noch die Möglichkeit hat, größeren Einfluss zu nehmen und es keine Kanten ausbildet. So, hier habe ich mein Leimgemisch. Hier habe ich den Formsand. Und diesen Formsand in seiner ersten Schüttung, den tränke ich jetzt schon mal. Dabei muss ich noch gar keine Rücksicht auf die Oberfläche nehmen, die dabei entsteht. Denn das ist ja die erste Schicht. In Schichten sollte man dabei vorgehen, damit der Sand auch wirklich bis nach unten hin einmal eingeweicht ist und auch hält. Nicht nur die oberste Schicht mit Leim getränkt ist.
Die erste Schicht ist durch. Geweicht. Und so kann ich mich dran machen, die endgültige Haut aufzutragen. Und damit fange ich von oben nach unten an, was im ersten Moment widersinnig erscheinen mag. Aber so ist nun mal die Flussrichtung des hier verwendeten Leimwassers. So, das kann angeträufelt werden. Wenn man genau hinguckt, bemerkt man dann auch noch eventuell vorhandene Stufen und Kanten. Und jetzt möchte ich hingehen und scharfe Kanten setzen. Dazu muss ich mir irgendwie so ein Putzbrett holen. Werf das hier an. So.